Ja, meine Damen und Herren, es bleibt bei diesen polnisch-österreichischen Festspielen, bei diesem internationalen Turnier im Rahmen der Apropos Pferd, diesmal aber wieder rot-weiß-rot am Ende, obgleich ein paar natürlich schon gedacht haben, es könnte auch einen niederländischen Sieger geben. Immerhin, Jur Vreeling war mit am Start und er ist dann auch Zweiter geworden, 4 Zehntel allerdings schneller und fehlerfrei, der Mann aus der Steiermark, Markus Sauruck, gratuliere. Worauf ist es heute angekommen in diesem Parcours, in diesem Preis der Wien Holding? Naja, es war eigentlich recht gut aufgebaut und es ist alles vorgegeben worden und man musste sehr eng wenden, um das eine oder andere Zehntel aufzuholen und am Ende hatte ich Glück und war dann eine halbe Sekunde vorne. Immer wieder ist von Glück die Rede, wo ich sage, da gehört dann einfach auch der Fleiß dazu. Die Fleißigen haben das Glück, du gehörst mit zu den absolut fleißigsten Reitern in Österreich. Immer unterwegs, immer am Trainieren, immer auch gute junge Pferde am Start. Wie wichtig ist das auch, diese Routine mit den ganz Jungen da mitzubringen, wenn man dann doch mit dem 10-Jährigen hier in der mittleren Tour so erfolgreich ist? Ja, natürlich. Ja. Wie heißt das schön, Übung macht den Meister und man sieht ja bei diesem Sport, je älter das man wird, wenn man den Hugo Simon hernimmt, immer noch international so erfolgreich ist, das ist natürlich eine super Sache. Ja. Hugo, der Beutesteirer mittlerweile, du bist auch sehr, sehr viel unterwegs, auch international, hast in diesem Jahr eine sehr, glaube ich, spannende Erfahrung auch gemacht, wenn du da vielleicht 2, 3 Sätze darüber erzählen kannst, internationale Turniere in China zu reiten, da ist nicht nur das Essen anders. Natürlich, nicht nur das Essen ist anders. Es ist eine lange Reise, bis man dorthin kommt. Ich habe das Glück, dass ich einen guten Kontakt hatte mit einem guten Freund und hat mir das ermöglicht zu starten in China. Und ich war heuer schon 3-mal unten und zu Schluss sogar siegreich im großen Preis. Und es ist trotzdem eine ganz andere Welt, sage ich mal. Es sind irrsinnig viele Leute, aber es macht irrsinnig viel Spaß und ich fahre natürlich gerne wieder runter, wenn ich eingeladen werde. In die Arena Nova bist du auf jeden Fall immer herzlich eingeladen. Vielleicht als Abschluss noch ein bisschen was zu diesem Turnier, wie sich es auch die letzten Jahre entwickelt hat. Der Michi Rösch Junior hat ja doch an der einen oder anderen kleinen Schraube gedreht. Wie wird es weitergehen, glaubst du, mit diesem Turnier? Ist ja doch mittlerweile eine große Tradition. Auf jeden Fall. Ich persönlich muss leider sagen, ich war jetzt die letzten Jahre wenig hier am Start. Es hat sich einfach nicht ergeben. Es waren andere Turniere. Aber ich bin froh, dass ich da bin. Es ist wirklich top organisiert. Es ist super zum Reiten. Es ist ein tolles Publikum hier, es macht Spaß hier. Uns wird es Spaß machen, wenn wir vielleicht noch einmal die Gelegenheit haben, mit dir hier zu plaudern und du weißt, das ist das Privileg der Sieger. Wie wird es ausschauen, das restliche Wochenende, was hast du noch vor? Natürlich, man kann nichts planen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Toi, 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 Dankeschön, Markus Sauruck und noch einmal Gratulation. Danke.